Jan, somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Ja, die letzte Folge hat ein bisschen abrupt aufgehört. Ich habe eigentlich dieses Rennen hier angefangen. Lief absolut gar nicht gut. Irgendwie in der ersten Runde könnte man das eigentlich schon wegschmeißen und ja, ich habe es bis zum dritten. Ich habe es bis zur dritten Runde durchgeprescht, versucht alles zu geben, aber das hat nichts gebracht. Daher habe ich das einfach abgebrochen. Und hat mir gesagt, ich mache das doch heute nochmal in dieser Folge. Straßenschlechter. Ein weiter schäbiger tu nicht gut, will es gegen dich wissen. Und diesmal geht es um alles. In diesem Fall die Kündigung. Oder nichts. Und um den Rhodes-Lehrer GT. Schlag ihn um und sein Gefährt gehört dir. Da dachte ich mir eigentlich, hätte ich den Rhodes-Lehrer gar nicht kaufen müssen? Weil, wenn man den sowieso als Belohnung bekommen könnte. Möglicherweise. Naja, vielleicht. Aber ist ja egal, ich habe den jetzt schon gekauft, von daher. Let's go. Ich sehe, glaube ich, wieso ich den nicht schlagen konnte. Der ist einfach mal 100 Punkte besser als ich ausgerüstet. Okay. Kann man machen. Ja, gut. Und übersteuert. Dann wär's eher so. Ich versuche das Ganze mal in diesem Setting. Mal schauen. Eigentlich auch müsste er sehr vorne startet. Vielleicht fährt sich ja so ein bisschen besser. Auf jeden Fall haben wir da hier diese Kurve. Das letzte Mal habe ich ihn einfach in der ersten Runde rausgeschossen. In einer Kurve. Genau hier nämlich. Was ziemlich mies war eigentlich von mir. Aber ich dachte, vielleicht würde das mir einen Vorteil geben. Hat allerdings nichts gebracht. Weil, ja, man sieht ja, der zieht ziemlich gut weg. Wahrscheinlich muss ich mit dem Rennen einfach ein bisschen warten, bis ich hier meinen Rhodes-Lehrer aufgebaut habe. Weil ich glaube nicht, dass er irgendwie groß Fehler macht. Und ich trifft halt hier einfach durch die Gegend herum. Sieht jetzt schon schlecht aus. Nee. Der fährt tausendmal besser als ich. Oh, jetzt gibt's einen Fehler. Ich wollte gerade aufgeben, ehrlich gesagt. Aber da hat er einen Fehler gemacht. Aber ich glaube, der kommt ziemlich schnell wieder an uns ran. Und der fährt irgendwie die Kurven viel besser an als ich. Und verschalten habe ich mich auch gerade noch sehr gut. Ja, genau. Rutsch hat noch mehr. Okay, die Kurve war schön.
Ich weiß, das war mies. Bringt dir aber wahrscheinlich gar nichts. Und ich muss dann bis mit fiesen Karten spielen. Aber der kommt so schnell wieder an uns ran, kann ich euch sagen. Das bringt gar nichts. Der hängt uns am Arsch. Jetzt können wir eigentlich gerade das Ganze gut halten. Aber da ist er halt schon wieder. Und kommt tausendmal besser durch die Kurve. Ey, wenn das... Schon. Also wenn das der Way to go ist, dann ist das ziemlich hart. Fuck, 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 fuck. Okay. Jetzt haben wir gerade eine Sekunde mal ab Vorsprung, das bringt uns aber gar nichts. Kommt einfach sofort wieder ran. Das ist unglaublich. Sein Auto ist einfach 100 Punkte stärker als meins. Und das merkt man wirklich sehr gut, diesen Unterschied. Junge, Junge! Komm schon, zieh durch! Es war viel zu viel geschaltet. Sorry, was? Ich hab nichts gesagt. Das war halt jetzt von ihm echt mies. Das hat mir nichts gebracht. Oh Mann. Das ist ein ziemlich hartes Rennen. Ich dachte, ich könnte ihn wieder abschießen, aber hat absolut nichts gebracht. Er muss jetzt irgendwo wieder einen Fehler machen, damit ich rankommen kann. Wird aber wahrscheinlich nicht passieren, denke ich mal. Diese S-Kurve hier ist schrecklich. Komm schon. Das wird nichts mehr. Ich bremse irgendwie auch viel zu früh mit diesem Auto. Aber wenn man zu spät bremst, dann blockieren einfach die Reifen. Wie, keine Ahnung was. Das Rennen ist mega hart.
Das werden wir nicht mehr schaffen. Schade, schade, Schokolade. No! Ja, nice. Ram hat noch die Wand. Und nochmals. Ja, genau. Nope, der ist weg. Den Sieg hat er sich verdient. Mit meinen bösen Schikanen, die ich ihm in den Weg leite. Herausforderung fehlgeschlagen. Bowling King 300. Mega Smiley hat gewonnen. Oh man, oh man, oh man. Schade. Da müssen wir unser Auto unbedingt aufbauen. Naja. Was soll's. School Bus Racing, was wäre das? Wir haben wirklich einfach noch das hier, das und das. Da sind wieder 8 drin, das werde ich auf die nächste Folge verlagern. Und ja, deshalb wahrscheinlich nochmals das Schulbusrennen hier versuchen. 57 Meter Vorsprung müssen wir noch schaffen. Alles andere hatten wir. Aber das wäre auch ziemlich hart. Weil man da einfach an die Gegner nicht rankommt. Vor allem, wenn man auf dem 18. Platz startet. Ja, kloppt euch mal da vorne. Aber nicht mir vor die Bande werfen. Hat jetzt gar nichts gebracht. 12 Runden und wir müssen irgendwie auf den ersten Platz kommen. Zum Beispiel mit solchen Sachen. Vielleicht? I don't know. Aber irgendwann ziehen die einfach weg da vorne. Und das ist das Problem. Ich glaube, der Weiße da vorne wäre der Anführer. So, der erste Platz. Du weißt schon, was ich meine. Aber da kommt man nicht ran. Da kommt man nicht ran. Und ich schätze mal einfach hier quer rüber zu ziehen und abzukürzen, ist nicht drin. Okay, wait, ist das der way to go? Hier in den Kurven unten reinzufahren? Mad River, hau ab! Vielleicht ist das das Geheimnis. Verschalten.
weiß halt nicht, ist hier besser der dritte Gang oder der vierte Gang zu fahren? Mehr als die Hälfte haben wir schon. Und wir sind auf dem zehnten Platz. Neunten Platz. Vielleicht ist das das Geheimnis. Dass man einfach in den Kurven das Ganze ziemlich eng nimmt. Offensichtlich kommt man so an die Meute ran. Not Charles Barkdozer. Den Namen manchmal auf Steam. No, hör auf! Ja, ramm du mal irgendwas weg da. Okay, vierter Platz. Zwei Runden. Ja, das schaffen wir leider nicht. Das schaffen wir nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe den Dreh raus, was mir hier machen muss. Im wahrsten Sinne des Wortes den Dreh raus. Aber ich muss im Kreis fahren. Nope, das wird nix. Aber wenigstens dreht hier. Vielleicht? Ja, dritter wird es wahrscheinlich sein. Schade, aber man hat gesehen, wie es funktionieren würde eigentlich. Komm, wir versuchen es gerade nochmal. Am Anfang kann man, glaube ich, ziemlich viele Leute hier überholen, weil sie sich da ein bisschen in die Quere kommen. So auf dem 10. Platz kommt man eigentlich ziemlich schnell, würde ich sagen. Oder sogar auf dem 6. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn man gar nicht schaltet und einfach den vierten immer drin lässt. Weil jetzt sind wir in der dritten Runde schon auf Platz 5. No Charles. Und jetzt schon Platz 4. Das war mies vom Admiral One.
aber gleich Platz 2. Platz 1 hat ein bisschen Vorsprung. Auf jeden Fall kommen wir näher ran. Sechste Runde war das. Jetzt kommt das Überholmanöver vielleicht. Okay, erster Platz. Und wenn man den ersten Platz mal hat, muss man ihn einfach halten. Wenn wir da vorne dann die Meute vielleicht reinkommen noch. Könnte es vielleicht wieder schwieriger werden, das auch zu halten. 50 Meter Vorsprung ist natürlich die Frage, wie sind hier 50 Meter Vorsprung berechnet? Also wie weit müssen wir auf der Minimap vom zweiten Platz sein, damit das als 50 Meter zählt? Aber ich glaube, das werden wir gleich herausfinden. Auf jeden Fall sieht es diesmal gut aus. Und das war offensichtlich wirklich die Lösung. Vielleicht gäbe es beim Pitchen-Rennen da mit den Trucks auch eine Lösung, die man irgendwie einhalten kann, damit man das wirklich auf den normalen Schwierigkeitsgrad erschaffen würde. Das sind auf jeden Fall 50 Meter Vorsprung, das kann ich sagen. Ich glaube, wir haben das Ziel erreicht. Weil da passiert irgendwie nicht mehr viel. Ich kann jetzt noch ein paar Leute hier überrunden. Gut, dass da sowas passiert. Und die letzte Runde. Sehr gut, dann haben wir dieses Rennen dann auch auf eigentlich 100% geschafft. Nun können wir gleich mal schauen, wie viele Punkte da noch fehlen, um die Meisterschaft zu gewinnen. Sollten ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr allzu viele sein. Perfekt. Tagesziel erreicht, nice. Und Level 45. Sehr cool. Hätten wir das auch geschafft? 2 von 2 Bonusziele und totale Punktzahl 100. Okay, noch 90 Punkte brauchen wir, dann haben wir eigentlich die Meisterschaft gewonnen. Nice. Ob wir das hier schaffen werden, I don't know. Vielleicht lasse ich das auch einfach aus. Mit diesen zwei Rennen wird das sowieso reichen. Und daher vielen Dank hier fürs Zuschauen bei Wreckfest und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.